schönmännische Mahlzeit. Heute bleibt die Küche kalt vom Andreas Pietsch. Wie Sie ja sicher alle wissen, hat sich Mechirma vor nicht allzu langer Zeit ein neues Spitzenlokal niedergelassen in exponierter Lage. Im Zuge dieses Erfolges, dieses neuen Lokals, hat sich jetzt eine weitere Spitzengastronomie nach Mechirma traut und niedergelassen. Und genau da schauen wir jetzt mal rein. Viel Spaß! In einem der größten Häuser Münchens. Nun endlich hier und heute ein erstes Restaurant für echte Gourmands. Und das in Waldkirchen, der heimlichen Hauptstadt der Spitzengastronomie. Ein Restaurant, auf das Waldkirchen lange gewartet hat. Was denn, was du beim Schubeck gelernt? Ist dir der Name St. Adelheim ein Begriff, liebe Jacqueline? Nein, das muss ein Geheimtipp sein. Wie soll denn der Lundo jetzt eigentlich heißen? Ich habe lange darüber nachgedacht und bin dann mit mir übereingekommen, dieses mein erstes Kind, mein allerliebstes, kleines, schnuckeliges Urmostüberl, Erwins zu taufen. Wieso Erwins? Du hast doch Johann. Ja, mei, das ist mir alles zu abgedroschen. Ja, aber warum Erwins? Ja. Und jetzt hin. Jetzt schauen wir mal noch. Ja, ist doch schon seither, seit in St. Adelheim war. Und Erwin war mein Kumpel in St. Adelheim zu München. Und bei dem habe ich kochen gelernt. Der hat was drauf gehabt. Ha! Einmal wollte eine Bedienung nicht so, wie Erwin wollte. Pen hat's gemacht. So und schon war sie hin. Einfach so mit dem Fleischklopfer platt. Keine Angst, Mädels. Keine Angst. Wenn ihr spurt, können wir die besten Freunde werden. Der gute Johann mag so hübsche Täubchen, wie ihr seid. Aber ob so hübsche Täubchen solche Stachelbeeren wie dich mögen? Meine Damen, ich muss doch bitten, nicht in diesem Ton mit dem Chef. Otto, lass sie. Ich mag so hübsche Täubchen, die aufgeregt herumflattern. Warum seid ihr überhaupt da? Der Niederländer von der Arbeitsagentur uns geschickt. Und was habt ihr gelernt? Erntehelferin. In Polen. Achtung, da können wir. Das müssen. Das sind ja Gäste. Schnell, Mädels. Auf eure Plätze. Und du nimmst ihnen die Mäntel ab, liebe Jacqueline. Was willst du denn mit zwei Damenmänteln, Johann? Einfach abnehmen. Thank you.
schön, dass es geworden. Grüß Gott, die Damen. Bitte sehr, Sie wünschen? Einen Tisch für zwei. Einen Tisch für zwei? Einen Moment bitte, haben Sie reserviert? Muss man das in diesem Hause? Meines Erachtens, das ist ja so Gänse leer. Naja, müssen nicht, aber gut, weil schau nur wegen Johann. Und wie dürfen wir das jetzt verstehen? Der Johann hat es nicht gern, wenn man mich einfach so reinschneit. Ja, aber wir dachten, wir sind hier bei Erwin. Na, beim Johann. Aber weil auch der schon da ist, beim Erwin's. Bitte sehr, die Damen. Hier wäre noch ein recht netter Platz für Sie frei. Darf ich um Ihre Mäntel bitten? Na, die gehören doch schon am Johann. Da gehen wir. Ein Schmarrn war das. Ein Riesenschmarrn, hier anzufangen. 15 Jahre Restaurantfachschule Reichenhall. Abschluss mit Summa Cum Laude. Und jetzt das hier. Das war jetzt aber originell. Hol ein neues Konzept. Der Gast soll allen Ballast fallen lassen. Ja, das hat was. Das machen die beim Johanns nicht. Bitte sehr. Bitte sehr. Bitte. Bitte, meine Damen, die Karte. Hirn ist aus. Oh, was es da alles gibt. Brünnhilde. Schau an. Bürgermeisterstück mit Schwarzwurzelgemüse. Henriette, denk an deine Linie. Wenn ich mich einmischen darf. Unser Bürgermeisterstück ist absolut mager und fettfrei. Ja, man könnte schon sagen, zack. Gnädige Frau, sagen Sie doch ganz einfach Otto zu mir. Otto kommt doch viel leichter über die Lippen. Herr Ober, Otto. Herr Otto, Sie haben recht. Sie machen es uns wirklich einfach. Ach, bei Herrn Otto. Otto, gnädige Frau, genügt. Bei Otto ist das Motto wie zu Haus. Wieso? Dein Mann heißt doch Andreas. Und überhaupt, Henriette, schmeiß dich dem Kerl doch nicht so an den Hals. Also, Herr Otto. Otto, gnädige Frau. Otto, was sind zweierlei Rana-Rot? Dieses sind zwei rote Rüben, schwarz gepresst. Ah. Und Otto, was ist denn dieses UCB hier? Das scheint mir doch wahnsinnig interessant. UCB, gnädige Frau, steht für unser kreativer Wahnsinn. Ein Gruß aus der gehobenen Resteküche.
eine Art von Hoppel-Poppel. Wir servieren dieses Gericht mit einer scharfen Polakensoße. Ich glaube, ich wähle den schwarzen Max mit geerbtem Obermüller. Da kann man nichts falsch machen. Brünnhilde, wie langweilig bist du heute wieder. Immer nur auf Nummer sicher gehen. Immer nur das wählen, was du schon tausendmal gewählt hast. Brünnhilde, trau dich doch mal was. Schau hier. Kapferblau mit hochierten Simmeis. Das hört sich doch rasend interessant an. Ach, das ist sicher wieder recht fett. Wenn ich mich einmischen darf, meine Damen, fett ja und nein. Es ist eine sorgfältig ausgewogene Balance zwischen Mager und Opulenz. Und Otto, welches Süppchen können Sie uns denn für vorweg empfehlen? Ich meine, so einen wunderbaren Magenschmeichler, der Lust auf mehr macht. Gnädige Frau, greifen Sie doch zu unserem grünen Forstsüppchen mit Paulinchen. Forstsüppchen mit was, bitte? Paulinchen, gnädige Frau. Das sind kleine Knödelchen aus Öko-Quark. Mit frischen Tannenspitzen und einem Hauch Bibergeil. Erst nachfragen, ob diese heute vorrätig sind. Wahnsinnig interessant, Henry. Da habe ich es nicht versprochen. Ja. Bei Erwins zu speisen bedeutet immer ein Abenteuer. Du sagst es. Da hat es bei Jan erlaubt. Da schäf mich nämlich endlich auf Hunger. Mein liebes Kind, wir sind es gewöhnt, sorgfältig zu wählen. Und überhaupt, wie ist denn Ihr Name? Emily Jo, warum? Weil wir später im Gästebuch einen Eintrag werden machen müssen und Sie werden bestimmt in diesem Eintrag namentlich erwähnt sein. Das ist wirklich sehr, sehr nett von Ihnen. Aber ich bin unkündbar, weil in dem Lohnmager sowieso keiner arbeiten. Also, Paulinchen sind leider aus. Dürfen es auch Renaten sein? Und das wären? Große Knödel aus Debattennudeln mit Satzfetzen. Aber ich fürchte, das wird Ihnen zu viel. Also gut. Ich nehme dann doch das Bürgermeisterstück mit Schwarzwurzel. Und dazu diese 66er Massinger Bibel. Der ist doch sicher leicht. Federleicht, gnädige Frau. Und ungewöhnlich kapriziös. Gott, wie er das sagt, kapriziös. Reiß dich zusammen, Henriette, nicht vor den Leuten. Otto, bringen Sie mir dieses UCB und dazu nehme ich diesen Zauberhermann. Aber bitte nur ein Achtel, man wird immer so leicht schläfrig davon. Sagen Sie doch in der Küche die Polakensoße bitte recht scharf, man gönnt sich ja sonst nichts. Sehr gut gewählt, die Damen. Ich werde es gleich weitergeben. Chef,
Zwar Gulasch, ganz extra scharf. Bei mir ist alles scharf, sagte Mädels Geschirr aus, Gläser, Besteck, Maggi nicht vergessen, alles raus und auf den Tisch und das Dalli, Dalli, Dalli. In 5 Minuten ist die Schosse fertig. Emily Jo, Jacqueline, ran an den Feind. Ihr habt gehört, was der Chef angeschafft hat. Zauberhafte Kochen gelernt, Kindchen. Das hat er in München beim Erwin gelernt. Und der Erwin wurde in einem großen Haus gekocht. Stadelheim oder so ähnlich. Und da hat er einen Gast mit dem Fleischschlupferblock gemacht, weil er nicht gespürt hat. Also ein impulsiver Mensch, dieser Johann. Aber alle Genies haben etwas Eigenes, etwas Besonderes. Ja, der Unzi, der putzt sie nie zählen, weil er sonst seine Geschmacksnerven ruiniert, sagt er. Und der Taschentürkel nimmt er auch nicht her, weil das ist ja unhygienisch. Scheiß Katar! So genau wollten wir das jetzt gar nicht wissen. Hast du recht. So, da werden erstmal die Getränke. Wer ist der Zauberhermann? Ja, das bin ich. Ja, bitte noch ein Wasser dazu. Diese Rosmarinquelle, ist die still? Sehr, sehr still, gnädige Frau. Fast schon sprachlos. Komm sofort. So, da hätten wir den Bürgermeister. Erster Bürgermeister. Könnte ich das vielleicht sein? Ja, haben Sie schon wieder vergessen, was Sie bestellt haben? Mann, oh Mann, Sie fangen ja früher an. So, da hätten wir das UCW. Langsam essen Sie uns, bekommt es nicht, hat der Chef gesagt. Mahlzeit. Guten Appetit, Brünnhilde. Gesegnete Mahlzeit. Das Gleiche. Aber das sind doch die gleichen, Herr Ober. Bin schon zur Stelle. Was fehlt uns denn? Sie haben uns 2 gleiche Essen und 2 gleiche Weine gebracht. Woher wissen Sie denn das? Sie haben doch nicht etwa gegenseitig probiert? Doch, das haben wir. Das hätten Sie nicht tun dürfen. In einem Fast
Restaurant ist so etwas untersagt. Chef, die beiden haben vom verbotenen Tellerchen genascht. Was machen wir denn da? Warte! Ich komme! So was erledige ich mit Vergnügen selber. Wenn ihr schon in einen Popladen zu mampfen geht, dann habt ihr euch auch entsprechend zu benehmen. Und keine Kinderstube. Ha! Null! Nix! Stopp! Smiley! Raus! Das war jetzt wirklich originell. Das machen Sie beim Johanns auch nicht.